So. Ja, bin ich stehe ein bisschen davor, das geht auch. Hier steht ja auch der Mengele, den können wir dann gleich mitnehmen. Aber das sollte eigentlich passen. Perfekt. Okay. So, hier der Mengele, der ist so geil. Also, den haben wir jetzt hier auch auf der PS4-Version aktuell. Den gab es da jetzt auch als Mod, aber leider nicht so schön, wie er hier ist in Wirklichkeit. Mit, dass du halt die Messer aufpassen musst und dass er verstopfen kann und so. Das hast du halt bei der anderen Version nicht. No. So, und das zeigt er mir an, aus, dass du Siliermittel im Tank 0 Liter. Genau. Abnutzung der Messer 6%. Die Messer sind also noch gut, aber wir brauchen Siliermittel. Das ist einfach dafür da, dann kriegst du dann doch mehr beim Sammeln raus. So habe ich das verstanden. Jetzt komme ich da gar nicht vorbei, oder was? Okay. Aber wir müssten jetzt eh mal das Siliermittel holen. Mach ich dir nochmal aus. Und wir gucken mal eben. Obwohl Ist egal, die Gabel ist ja unten. Springen wir mal eben drüber. Mist, verpasst. Der ist auch bald durch. Hier läuft alles super. Zu ihm wollte ich hier. Die Gabel hier, die lasse ich hier gleich mal am Platz vorne. Dann können wir die mal waschen, dass die mal wieder sauber ist. Müsste auch noch ausmisten und ich pack die mal hier in die Seite. So. Rüber zu den Schafen. Könnte man vielleicht eh schon die Palette wegnehmen. Wird das ja ganz gut passen gerade. Ne, stimmt gar nicht. Die ist noch lange nicht voll. Okay. So, wir brauchen das Gras auch unbedingt zum Füttern. Denn die Schafe sieht man auch gerade links. Produktivität 15% nur. So, muss ich mal gucken, ob ich da oben dran vorbeikomme oder ob ich den Deutz Prototyp gleich nochmal zur Seite fahren muss. Denn das Siliermittel haben wir in der einen Halle stehen. Das muss ich jetzt mal rausholen, den Container. So, die läuft, das ist super. Da sind auch noch die Messer, ne? Klar, ich könnte jetzt auch hier rückwärts reinfahren, aber so macht es doch mehr Spaß, oder? Oder? Zumindest wenn man trifft. Mann. Ich habe gestern einen ganz interessanten Film gesehen und zwar heißt Film, ist ja gar keine Dokumentation. Und zwar heißt das Hof sucht Bauer. Das war ganz interessant, weil zum Beispiel ein Bauer, der war so ein Gemüsebauer, der hat halt einen Nachfolger gesucht oder eine Nachfolgerin. Und der hat 7 Kinder und keiner von den Kindern möchte den Hof übernehmen. Und ob das echt ein großer Hof war, also fiel mir schien das Ding wohl zu laufen. Obwohl dann auch manche der Kinder sagt, ja, haben auch Angst vor den Zahlen, wenn man das da sieht, mit was man da jongliert, weil die hatten auch schon mal eine schlechte Ernte und musste die um deine Existenz halt Sorgen machen. Ne? Das ist natürlich dann auch nicht so schön. Na jedenfalls, aber die Bäuerin, die sich das so angeschaut hat, die war dann ein paar Tage da auf den Hof und so und die hatten aber gesagt, nee, also mir fehlen da irgendwie dann doch die Tiere, weil er hatte, wie gesagt, nur so Gemüseanbau und naja, jedenfalls hat ihnen wohl die Gegend auch nicht gefallen, keine Ahnung. Hat dann leider abgesagt und so ist er dann wieder auf der Suche, ne? Weil er möchte auch unbedingt, dass dem der Betrieb nicht untergeht, sondern dass der halt weiterläuft, schon
weiß nicht, ein, zwei Generationen wohl. Da und wäre natürlich wirklich schade, wenn das dann so ist. So, ich versuche mal das Ding jetzt hier aufzutanken. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Jetzt liegen Mittel in den Tank 0. Die Stricke kann man auch demontieren. Zylindermittel auffüllen, jetzt geht's. Oh, es geht aber langsam. Wollen wir was sehen eigentlich da im Tank? Nein. Ich mache meinen Motor nochmal aus. So, was geht denn da rein? 40 Liter oder was? Und diesen Siliertank müssen wir natürlich dann auch wieder nachkaufen, ne, wenn er leer ist. Und jetzt hier mit den Tasten Y kann man dann halt auch das Ganze dann aktivieren. Schnarch. War man so viel verbraucht schon von dem Zeug? Ja, wie gesagt, unten sieht man ja die Abnutzung der Messer 6,16%. Das geht natürlich noch, aber wenn die abgewetzt sind, dann muss man die halt auch erneuern. Das war dann die andere Platte, die da drüben drin steht. Ne? So, wie ist hier noch drin? 891 Liter, da haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir ja noch ein bisschen was. So, ich bringe ihn mal wieder weg. So, das könnte man auch gut hinten auf dem Unimog stellen, ne? Wenn man sich nochmal eine kauft. So. Ups. Okay. Ein bisschen gerade schieben hier. Sieht denn das sonst aus? Und hier wieder raus. Das kannst du nur machen mit so einem Teil, weil der so manövrierfähig ist wie der hier. Stimmen wir den mal kurz hier rein. Palette lasse ich noch dran, damit ich weiß, wo die ist. Dann kann man die dann beim nächsten Mal gleich wieder zu den Schafen bringen. So. Ich glaube nicht, dass ich jetzt da vorne runterfahren kann. Das wäre dann doch so ein bisschen zu steil für den Anhänger. Dann drehen wir mal. Jetzt mal einschlagen. Würdet ihr das so, oder muss man da ein Gewicht dran machen jetzt? Weil, nö, ne? Die Last verteilt sich ja dann auf den Anhänger, würde ich mal behaupten, dass man da kein Gewicht vorne dran braucht, ne? Wo das Kreuz hätte ich mal dran machen, sonst fehlt immer so schön zum Zielen. Aber naja. Vor allem vom Sound ist das Ding geil, der Menge, ne? Das muss ich auch mal wegräumen hier, sieht ja aus. Ich versuche ja immer schon aufzuholen. So, dann muss ich aber die Hand nochmal einblenden. Ich habe auch mal schön die Anzeige vorne drin, dass eine Maschine läuft. So, dann müssen wir natürlich noch den Pickup senken. Bam. Nochmal kurz vom Außen schauen. Hier aufsammelt. So, den Rest können wir später noch aufnehmen. Wenn man hier zu schnell fährt,
dann verstopft der halt. So, und jetzt würde ich nochmal das Seniermittel natürlich aktivieren auch, wenn wir es schon reingemacht haben. Und jetzt kann man auch schön sehen, wie das Seniermittel verbraucht wird. Aber ich denke mal, für das Feld müsste das reichen. Und ich bin schon so schnell gefahren. Verdammt. Verstopft. Der Kram. Wie mache ich das jetzt frei? Das habe ich natürlich intelligenterweise wie Hand ausgeblendet. Mit B. Okay, befreit. YouTube, ich danke euch fürs Zuschauen und der ist doch geil, oder? Naja, jedenfalls geht's dann hier nochmal weiter. Sonntag kommt ja die Björn Holm nochmal und ich muss mal gucken, ob ich nochmal das andere Projekt nochmal anreiße und wir überlegen nochmal, ob wir es weitermachen. Bin eh gerade dabei zu planen, wann was kommt, damit es wieder ein bisschen entspannter wird. Heute eine kleine XL-Folge. Zum Wochenende habt ihr bestimmt mehr Zeit und hat mir auch wieder Spaß gemacht. Ihr seht immer, ich kann mich immer kaum losreißen. Wir haben so viel zu tun und Schafe warten halt auf ihr Futter. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und schönes Wochenende.